Italian Gigolo. herzlich willkommen, meine Damen und Herren, in Italo-Sender Nummer 1 Nordeuropa. Vielen Dank. Sehr aufmerksam. Dankeschön. Ist gut. Dankeschön. Vielen Dank. Sie haben es gehört, meine Damen und Herren. Betrübliche Nachricht für Barbara Becker. Coca-Cola hat den geplanten Werbespot mit ihr gestoppt. Ja, niente. Wie sagt man? Abgeblasen. Weg. Kein Spot. Kein Spot. Und ich frage mich, warum? Wir hätten ihn gerne gesehen. Wie hätte dieses Spot ausgesehen? Was soll ich da sagen? Cola schmeckt so toll und mein Mann will jeden Tag eine neue Dose. Weg! Lecker! Und Sabrina Setlow, unsere Freundin, hat nochmal ganz klargestellt, sie hat keineswegs sich in Boris Becker verliebt, um ihre Karriere zu pushen. Niemand wäre auf die Idee gekommen, eine Frau geht mit Boris zusammen, um die eigene Karriere zu pushen. Bei Babs hat es ja auch nicht geklappt. Damals. Ja, Moment. Und weiß das eigentlich schon der bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber, dass er in Zukunft auf der Tribüne des Olympiastadions neben Sabrina Setlow sitzt? Muss ich viel noch umstellen. Grüß Gott, Stoiber. Ministerpräsident, wenn er überhaupt noch Zeit hat, ins Olympiastadion zu gehen, Sie wissen ja täglich diese Umbesetzungen, Rücktritte und so weiter. Man hat es nicht leicht, meine Damen und Herren. Heute Abend sind Sie, wenn Sie gerne in ein exquisites italienisches Restaurant essen mit einer tollen Atmosphäre und so weiter, bei uns perfekt. Denn wir haben für Sie den Typ Original. Was ist das Beste in einem italienischen Restaurant? Und dann, wenn Sie Tierfreund sind, sind Sie noch richtiger. Denn heute kommt unser Zoologiefreund, ich sage Ihnen gleich, wer das ist. Er ist Autor bei uns und er war schon in regelmäßigen Abständen hier. Und heute Abend ist er mit Tieren hier, über die wir alle Vorurteile haben, mit Kakerlaken. Ja, und wenn Sie Kakerlaken aus zoologischer Sicht hören, werden Sie das Kaninchen noch heute Abend und Kakerlaken rein. Heute Abend bei uns unser Freund Markus Passling. Drei verschiedene Arten von Kakerlaken heute Abend mit dabei und Sie werden fragen, wie kommt er an die? Er ist natürlich auch noch Perkussionist bei unserem Freund Götz Alsmann in der Band und auf den vielen, vielen Gastspielen in den vielen Hotels. Da bietet sich schon mal Gelegenheit, die eine oder andere Kakerlake einzufangen. Und mein zweiter Gast ist eine junge Kollegin, die vor wenigen Wochen neu auf das Sat.1 Talk-Karussell aufgesprungen ist. Sofort, wie das bei uns im Haus so üblich ist, mit bombastischem Erfolg. Heute Abend bei uns Britt Reinecke. Gestern, wenn Sie die Sendung gesehen haben, haben wir darüber gesprochen, Verteidigungsminister Scharping möchte 59 Standorte schließen. Und heute eine Meldung, unsere Bundeswehrsoldaten werden immer dicker. 40% der Bundeswehrsoldaten haben Übergewicht. Sind zum Teil schon so dick, dass man sie GIs nennt. Ja, es heißt, Moment, es heißt nicht mehr Bundeswehr in Zukunft, sondern die Bundeswehr-Herzbuben. Ich glaube, auch dadurch wird die Bundeswehr noch friedlicher, ja? Weil viele Bundeswehrsoldaten sind schon so fett, sie kriegen bei der Handgranate gar nicht mehr den Finger durch den Abzug. Und jetzt eine Meldung, die ich gerne verkünde. Denn wir haben es schon immer gespürt hier. Eine Studie beweist, Frauen sind die besseren Mathelehrerinnen. Ja, hätte man denken können, oder? Weibliche Lehrer, Sie wissen, weibliche Lehrer, das sind die, denen auf YOLO kein Bart wächst. Weibliche, Moment, das war ja nur zur Einführung. Ja. Und jetzt kommt ein schöner Witz. Mittlerweile sind Frauen in Mathe besser. Früher waren sie es auf der. Der saure Gurkenwitz.
der uns ganz weit nach vorne bringen wird in der Wertung um die saure Gurke. Dann unser Finanzminister, der wie heißt? Hans Eichel. Ja, noch Eichel, genau. Hans Eichel. Stellen Sie sich vor, ist momentan ein bisschen unpässlich. Er hat einen Bandscheibenvorfall. Und wo hat er sich den geholt? Beim Putzen. Ja, kein Witz, er hat keine Putzfrau. Putzt selber. Nochmal nachgefragt, war das beim Putzen oder vom vielen Sitzen im Flugzeug? Nein, es war beim Putzen. Ohne Putzfrau, erstaunlich, 50 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt. In Berlin, ja. Keine Putzfrau. Ich meine, das ist für den Finanzminister auch schwierig mit der Putzfrau, oder? Lässt er sie schwarz putzen, macht er sie strafbar. Meldet er sie an, macht er sich lächerlich. Und bei so einem Politiker muss man höllisch aufpassen heutzutage, als Politiker. Ja, wenn sie Wohnung sauber machen, haben Besenstiel in der Hand, bums, schreibt Bild am nächsten Tag, brutale Eisenstange. Entschuldigt sich dann aber, das kann mal passieren, aber man sieht es ja immer nicht so genau. Passiert schnell, Eisenstange mit Strick verwechselt. Sieht ganz ähnlich aus. Bolzenschneidegerät mit Dachgepäckständer. Kennen Sie aus dem eigenen Leben, oder Schatz? Mach mal das Bolzenschneidegerät aufs Auto. Ja! Helmut hat uns gestern etwas verschwiegen. Helmut war, wo warst du, Helmut? Ich war am Montag in Berlin beim DFO. Aber DFO, was ist das Deutsche denn? Filmorchester. Deutsche Filmorchester. Das war super interessant, super interessant. Ja, mal so ein 80-Mann-Orchester bei der Arbeit zu beobachten. Ja, das kannst du aber auch hier in der Filmhalle, wenn du eine Karte kaufst. Ja, aber bei der Arbeit halt im Studio, die haben so Filmmusik aufgenommen. Ja. Und das Schönste war, was ich fand, stell mal 80 Leute vor, die machen Tutti. Ja. So einen Schluss hat er dirigiert. Und das ging etwa so. Tada! Sie hat nur so gemacht. Tada! 80 dann, Leute, auf dieses Zeichen. Und dann war Schluss? Dann war Schluss. Bei 80 Leuten mit Tada. Echt? Tada. Das ist ja unglaublich, die Disziplin, Wahnsinn, ne? Oder? Tada. So. Nur so? Ja, ja. Probier mal. Macht er das auch abends während des Konzerts? Ich denke mal schon, ja, ja. Ich meine, man sieht das ja häufig nicht, weil er mit dem Rücken zum Publikum ist. Aber so. Richtig, eigentlich immer. Kennst du eigentlich nur von Militärkapellen, dass mit dem Gesicht zum Zuschauer dirigiert wird? Wenn Sie auch nicht sicher sind, das ist dann ein Militärkonzert und das ist ein klassisches. Ja, aber viele wissen nicht auf Anhieb. Tada! Bam. Morgen wird ein neuer Liebling des Monats gewählt. Noch ist es unser Bundesaußenminister Joschka Fischer. Und hast du mal nachgeschlagen, was der Unterschied zwischen historisierendem Eklektizismus und eklektizistischem Historismus ist? Ein Kollege Tenhaus im Archiv hat nachgeschlagen. Ja. Und es gibt keinen Unterschied. Was, bitte, es gibt keinen Unterschied. Ist das wahr? Ja, also so wie wir das verstanden haben. Ja, wieso? Nein, eklektizistisch ist im Prinzip die Vorgehensweise, dass man aus verschiedenen Stilen sich bedient und das zusammenmixt. Historismus ist klar, man bedient sich aus der Vergangenheit, aus der Renaissance, Klassizismus, Antike. Eklektizistisch heißt also Historismus, man klaut aus verschiedenen Epochen und macht da was Historisches draus. Und historischer Eklektizismus das Gleiche. Hier klappt's noch nicht so. Hier klappt's noch nicht so. Aber das ist natürlich, hat sich eigentlich dein Leben verändert, seit du jeden Abend hier vor der Kamera zu sehen bist, also auf dem Fernsehschirm? Ja, unwesentlich. Ja, wenn du in Restaurants kommst oder so, behandelt mich dann jetzt anders? Ist dir was aufgefallen? Ja, die kennen mich jetzt teilweise. Ja, das ist wichtig, dass du da einfach dich drauf einstellst. Weißt du, natürlich, wenn du so in der Öffentlichkeit stehst und so, ist es ganz anders. Ich finde, wir sollten das mal üben, oder? Ja, klar. Wir sollten das mal durchspielen. Weißt du, dass man irgendwie abends, wenn man so, wo geht man abends nach der Show noch hin? Man geht zum Italiener, natürlich. Und wir spielen das mal. Ich bin der Kellner, ja, der italienische Kellner. Und du bist sozusagen der prominente Gast, der reinkommt und ein bisschen verwöhnt wird. Hier, prominente Gäste, die verwöhnt werden, haben immer Mantel an. Und sie kommen immer mit Kind. Das hier wär deine Tochter. Ne? Und ich habe die typische Italiener-Kellner-Schürze. So, und du würdest jetzt mit dem Kind da hinten reinkommen. Okay, ja, das wäre die Eingangstür zum Restaurant. Mach den Kragen bitte raus beim Mantel. Ja, weil es ist ja kein Hirtenstück.
So, du sollst vielleicht Kragen hoch haben, weil du bist ja Künstler. Ja, und das hier wär der Italiener. Ne? Und wie kann dein Kind nicht laufen, oder wie? Also, ist müde. Ach, es wäre müde. Ja, ja. Ist ja schon nach der Show. Ja, genau, nach der Show. Und ich stehe so rum und gucke hier so auf die Straße raus, ja? Ja. Und du kommst jetzt mal rein ins Restaurant. Okay. Hallo? Na, Bende! Haben Sie noch einen Tisch frei? Na, Bende, bitte? Haben Sie noch einen Tisch frei? Ja, jetzt können Sie natürlich sagen, wo Sie wollen, weil es ja leer. Ja? Aber du wirst jetzt das hören, haben Sie reservierte? Nein, habe ich nicht. Ist ja kein Problem, Moment, der Kleine. Und dann ist auch ganz wichtig, also du kommst ja mit Frau, ne? Deine klar. Frau, ja. deine Tochter, ja. und du. Ja. Ja? Und sofort natürlich Interesse für das Kind. Wie heißt sie, die kleine Fräulein? Das ist die Susi. Wie? Susi. Susi. Hallo Susi. Weißt du, wo sich daran gewöhnt, dass großes Interesse ist für die Kinder? Ja. Hallo Susi. Und dann durchaus auch mal gesagt, so heiße meine Mutter. Ich mache mal diese Hand. Ja. So. Haben wir gleich. So. Ist er da okay? Super. Super, tolle. Kleine Fräulein, kann ich einen normalen oder brauche ich Kinderstuhl? Oh, Kinderstuhl ist gut. Ja. Und dann, also, kennen Sie eigentlich meine Schwager? Nein. Piero! Ist er meine Schwager? Hallo, na, Schwager. Und die süße Susi. Ja, du süße Mädchen. Du süße Mädchen. Die süße Susi. Ah, Senora Andrak wieder da. Ah. Ja, also, ich muss sagen, Piero ist ein total großer Fan von ihrer Show. Ja. Der Stefan Raab da. Super. Absolut super. Jede Lache, lache. So, wirklich, war. Ich sage ehrlich, ist nicht, weil ich mag es mit den ja. Aber seit sie dabei bin, jeden Abend. Für mich kommen oft zu spät, aber es ist toll. Sehr wo schön. Ist diese Kleine? Kann ich so einen Kinderstuhl? Brauchen Sie volle Kinderstuhl? Wie alt ist der Kleine? So fünf. Das war jetzt mein Geld. Das war jetzt mein Geld. Fünf. Ja. Das war mein Geld. Das war mein Geld. Das heißt mal, ja. Wie alt ist der kleine Fräulein? Fünf. Fünf? Schau mal, ihre kleine Sieht Sitzung. Aber gar nicht aus wie Fum. So. Und dann Kinderstuhle. Kinderstuhle kann ich. So. Yes. Und die Mantel. Oh ja, danke. Und jetzt nehmen wir mal die Mantel ab, Piero. Und jetzt kommst du. Nee, das ist ihre Frau. Ach so, da sitzt er. Ja. Habe sie nicht gesehen. Ja, klar. Und jetzt muss er aufpassen. Bitte Sie, nehmen Sie Platz. Und da musst du aufpassen, weil. Setz dich. Mach die von dir. Setz dich. Wenn du prominent wird das Dule hingesoppen. Aha. So. Scheiße Wetter. Oh, viele so kalte. Oh. Ja. Aber wir haben viele Prominente hier bei uns. Jeder Abend. Wirklich. Ja. Eine Lauterbacke jeden Abend. Und, muss ja nichts, aber kann man bekannt machen. Ja, viele kommen Prominente bei uns, weil wissen, wird nichts gedratzt. Aha. Ja. Sehr gut. Erfahren diese. Rauchen Sie? Nein, danke. Senora Andrake, erstmal Grappa auf die Außen. Ja, gerne. Grappa auf die Außen. Aperitivo, ja. Ja. Na, Susi. Ah, bist du so fuf? Jetzt kommt also Aperitivo. Und dann kommt die große Frage. Was darf es denn sein? Ich kann ja vielleicht mal Tageskarte, aber wir haben alles so. Andere Frisse. So, Echse ist eine echte. Gibt es eigentlich nicht beim Italiener, dass schon vorher Grappa kommt, oder? Nee. Normalerweise ist er Prosecco. Naja, ja. als Digestiv durchaus. Grappa? Als ja. Digestiv, aber das ist doch ein Aperitif jetzt. Ja, Digestiv ist ja nach dem Essen. Ja, gut. Aber Herr Andrak muss ja essen. So. Ja, jetzt ist passiert, während du aussuchst, ja, hier so zeigen. So, das ist eine Frise, ja, und weil du nicht lesen kannst, kriegst du nochmal vorgelesen. Ja, okay. Weißt du, habe also Tagliatelle mit der Lachse, und sehr gut, aber auch Tagliatelle ohne Lachse.
Und dann haben wir einmal ein Scampi von Grill. Ganze Frist, ganze Frist. Oh, ist wirklich, auf der Marke Holpiero. Stimmt sie? Auf Großmarkt da. Ja, wir dürfen gar nicht lügen. Alte Familientradition dürfen nicht lügen. Und dann ein Spaghetti mit Tomatensalose und einmal Kinderteller Mussolini. Für kleine Susi. So. Was ist dabei beim Kinderteller? Bei Kinderteller ist ein Teller dabei und Spaghetti. Das ist gut. Spaghetti. Kein Fleisch. Ne? Oh Gottes Willen, ein bisschen Soße für die Kleine. Ja, genau. Ja, eine scharfe Soße oder nicht so scharfe? Nee, mild bitte. Milde. Was nehmen Sie? Die Scampi. Scampi. Einmal Spaghetti für einen Antrag, bitte. Spaghetti. Ja. So, und jetzt. Aber erst das Brot. Guck mal, Peter, komm doch mal, das ist gut. Das habe ich nicht gesehen, aber das stimmt wirklich. Die Verwandten von Keldern, die laufen so wie Peter. Ja. Die Hose ist so scheiße. Einmal Spaghetti, bitte. So, ich kann die wegbringen. Und das habe ich auch gesehen auf Ihre Frau gestellt. Das steht. Brau Chinese. So. Und jetzt passiert die Situation, dass das Kind ein bisschen unruhig wird. Mhm. Weißt du? Wird so unruhig? So. 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 Einmal Scampi hier. So. Das sieht aber lecker aus. So viel das ist für die Kleine. Jetzt wieder. Soll ich vielleicht für Kleine statt ein Messer dann noch eine Gabel bringen? Ist ja gefährlich. Jetzt machen wir so, das Kind wird ein bisschen unruhig. Also, Oh, Susi. Susi ist ein langweiliges mit Erwachsenen essen. Susi soll. Susi, willst du mal in die Kusse gucken? In die Kusse gucken. Oh, komm doch mal mit der Sivi in die Kusse gucken. Oh, Susi. Ja, Susi, komm ein, habe du kriegst so ein Eis in die Kuche. Ja, komm mal mit. Gehst du mal mit Piero in die Kuche. Ja. Weil sie sind ja kinderfreundlich. So, schmecke. So. Guten Appetit. Ich kann Brot davor. Entschuldige. Entschuldige, Brot. Ist eine ganze Frise aufgetaut. So. Einmal Brot. Dass der Laden gut läuft, siehst du daran, dass es keine Hektik ist, weißt du? So, jetzt musst du anfangen. Ach so, darf er was? Getränke vielleicht? Eine schöne Wasser? Wasser? San Pellegrino? Bitte schnell gefragt, ja. Damit du nicht Apollinaris bestellst, was billiger wäre. Ja Pellegrino. Achso, Wasser bitte. San Pellegrino? Ja. San Pellegrino. Und Wein? Chianti bitte. Chianti. Chianti. Sehr gut. Dafür bist du Pfeffer. Weißt du, das ist das Zeichen für absolutes Bisseres. Ja. Lecker. So viel Spaß. Ja, genau, besonders so. Eine Racke, die so, Susi, ne? So, kleine Susi. Ja. Oh, sehr für die Kerze. Entschuldige, aber Herr Andrag, aber einmal Chianti und eine Sanne Pellegrino. Parmesan? Oh ja, gerne. Mach ich selber. Ah, ja, gut, danke. Ja. Soll dir sagen, die sind nicht ganz durch, die Spaghetti. Ach so, okay. So, Herr Andrag, ein Chianti. Jetzt kommt der Satz. Nee, wir lassen dich jetzt erstmal stumm essen und dann kommt der Überraschungssatz. Oh ja. Heute Abend keine Show? Nein, das zeichnet ja schon um 18 Uhr auf. Ich habe gedacht, es wäre live. Susi, was hat der Onkel in der Rucke? Was hat der Onkel in der Rucke? Das ist gut, ja. Warte, das ist gut. Wir spielen das Kind quengelt noch ein bisschen. Ja, und jetzt. So. Oh, warte mal, das Kind hat nicht aufgehört.
keine Probleme. Martinese. Oh, komm. Komm mal vor. Ist ja nicht so schlimm. Mach Piero sauber. Für mich ist immer, du bist wie ein Land behandeln Kinder. Ich auf Deutschland, Italien Kinder, wisst ihr, Deutschland ist gut. Das Messer? Ja, doch. Zu heiß? Noch Pfeffer vielleicht? Ja, gerne. Kennen Sie auch Günter Jauch? Ja, toll. Super Show. RTL für mich so normalerweise der beste Sender. Ich gucke nicht seit eins normalerweise. Ihre Show, aber nicht sonst. So, Sushi. Oh, Rucola. Ah, Rucola. Rucola mit Parmesan. Oh, das sieht aber lecker aus. Ja, bleib mit Adjero. Weiter essen. Du musst weiter essen. So. Jetzt, pass auf, jetzt kommt vor. So, Susi, ne? So, Susi. Oh, das sieht ja wieder aus wie neu. Ja, so. Yes. Du musst essen, du musst essen. Ja, okay. Ja. Ich dürre ungern mein Essen, aber Foto? Ma Piero ist ein totaler Fan, wirklich. Einmal Piero, komm, schnell machen. Will Herr Antrag nicht so lange bei Essen stören. Scheiße, wie geht denn das? Ich kann es doch nicht. Ach so. Einmal Herr Antrag, einmal Piero, komm schnell, Herr Antrag, die Lage bei Essen stören. Ja. So. Markus, was wusste Vögelse? War nur Spaß, ne? So. So, Entschuldigung. Piero ist wirklich ein Riesenfan. So. Alles Zufriedenheit? Also? Ja, ja, ganz toll. Das war Chianti? Und ein Grab auf die Außen, hä? Ja, bitte. Ah, so. Nipposano Riserva, das ist Original Chianti. Gut. Ja. Sonst wäre auch Wurst. Hast du schon gegeben? Den Lolli gekriegt? Hast du schon gekriegt? Ja, das müssen wir aber noch mal richtig sehen, das haben wir nicht. Das muss das müssen wir noch mal. Du musst, zeig mal, wie die Italiener. Was? Kakerlaken? Wo? Achso, Markus Passeli. Gleise. Gleise. Zeig mal, wie Kellner total kinderfreundlich zu Kindern sind. Was kann die Susi jetzt nicht sehen? Was kann sie nicht sehen? Die Lolli. So. So. Schmecke? Super. Toll. Nee, du musst sagen, korkt. Achso, ja. Mach ich nie, also ich schmeck das auch. Ja, sag's mit so einem österreichischen Wiener Akzent, weißt du, wie da machen sie? Korkt. Der korkt. Der korkt. Oder sag, ist zu warm. Der korkt und ist zu warm. Oder sag, das ist doch kein Chianti. Alles dran, das ist ja kein Chianti. Entschuldige, Herr Mahr. War er okay, Frau Burkhardt? Nein, war er nur gekorkt. So, du bist ein Experte. So, jetzt müssen wir... Müssen wir jetzt die Gäste holen? Ja. Jetzt kommen die Gäste? Ja, Kakerlaken gucken. Ach so, Kakerlaken gucken. Ja. Das heißt, wir kommen gar nicht mehr zum Nachtisch-Sketch. Was ist das? Ja, und noch was mehr Parmesan. Parmesan ist aber toll. Pass auf, dass die nicht geklaut wird hinterher. Kann ich zahlen, bitte? Zahle! Ja. Ah, in Konto. Jetzt kommt noch die super Gag bei Bezahlen. So. Was haben Sie gehabt? Eine Wasser. Achtung.
12 Millionen Mark. Ja. Jetzt kommt das Ding. So, Sketch ist aus, meine Damen und Herren. So, unser erster Gast, meine Damen und Herren, unser Zoologie-Experte und Autor Markus Paslik. Ich mache mal hier Platz, falls du ein Wässerchen willst. Ja. So, du hast also Kakerlaken mitgebracht. Und das sind ja eigentlich auch Tiere, die normalerweise also als Reaktion auslösen. Ja. Aber, wie wir mittlerweile von dir wissen, zu Unrecht. Ja, was heißt zu Unrecht? Es ist natürlich nicht angenehm, die in der Wohnung zu haben. Ja. Können die richtig schwere Schäden verursachen? Ach, eigentlich nicht. Da wird auch wieder maßlos übertrieben. Es ist natürlich einfach unangenehm, weil man nicht weiß, wo stecken sie. Und man muss die Wohnung teilen mit Tieren, die nachts rauskommen und man hat sie nicht bestellt. Und ja, also wenn ich so eine Kakerlake sehe, kann ich dann sagen, wenn ich die erwische, damit hat sich's oder? Eigentlich, es gibt so eine Faustregel, man sagt, wenn man eine Kakerlake sieht, kann man damit rechnen, dass man ungefähr in der Wohnung noch 500 hat. Pro Kakerlake. Pro Kakerlake. Es gibt so Hochrechnungen, dass gesagt wird, in amerikanischen Sozialwohnungen leben im Schnitt 26.000 Kakerlaken. Gottes. Schaben eigentlich, das sind ja Schaben. Was sind das jetzt für drei unterschiedliche Arten? Also ich habe mal drei mitgebracht, das sind einmal deutsche Schaben, die heißen wirklich so, die sind aber weltweit verbreitet. Das sind die vielleicht, die sind etwas kleiner als Küchenschaben, also die auch bei uns häufig in den Wohnungen leben. Ja, so, was brauchen die für ein Milieu? Davon. Teppichböden oder Spiegeln? Eigentlich kommen die aus den Tropen generell, also tropische, feuchte Wälder. Und die haben es gerne warm und feucht. Das heißt, die kommen bei uns nicht in der Natur vor. Es gibt zwar auch ein paar Arten, die in der Natur vorkommen, aber es sind dann eben Waldbewohner, die uns überhaupt nicht auffallen. Also die in den Wohnungen leben, brauchen eben, leben nur hier in den Wohnungen, weil es da warm ist. Und feucht. Und feucht und weil sie Ritzen haben, wo sie sich verstecken können. Die haben eben einen schönen flachen Körper, damit können die sich tagsüber verstecken in der kleinsten Ritze und kommen dann nachts hervor. Aber es kann einem ja eigentlich wurscht sein, wenn man sowas in der Wohnung hat, wenn man sich nicht davor ekelt, oder? Oder übertragen die Krankheiten? Ja, da wird auch viel übertrieben. Also es ist so, es ist schon unangenehm. Die Tiere fressen an den Nahrungsmitteln rum. Wenn man also ein Brot rumliegen hat, dann gehen sie ran, fressen ran. Und was unangenehm ist, die fressen erst, knabbern ein bisschen, zermalmen das ein bisschen im Mund, dann kommen Enzyme dabei und dann erbrechen sie es erstmal wieder. So eine Art Vorverdauung. Und jetzt der schlimmste Fall, wenn sie vorher an der Kanalisation gewesen sind und da was gegessen haben und dann hochkommen aufs Brot und das ist natürlich nicht so schön. Bei den Krankheiten ist man sich nicht ganz einig, also in Südeuropa. Das heißt, sie erbrechen sozusagen Fäkalien wieder in die Wohnung. Wenn man ganz viel Pech hat, ja, aber eigentlich sind sie ja relativ standorttreu, das heißt, man... Ist es eigentlich so, dass wenn man auf eine drauftritt, dass sie dann, bevor sie stirbt, noch schnell Eier legt? Nee, das ist eigentlich nicht so. Es ist so, dass wenn die sich vermehren, also das heißt, sich gepaart haben, dann bilden die Weibchen irgendwann Eier aus und die legen sie in einer Oothek ab. Das ist, Oothek? Ja, das ist... O-O von Ovarien? Ja, stimmt. Oothek. Oothek, nicht Spielothek, Diskothek, sondern Oothek. Und da legen sie die ab und das gibt so richtig kleine, nette Päckchen. Ja. Da passen so 40, 50 Eier rein. Und dann gibt es Arten, die verstecken diese Eierpäckchen, andere führen die im Körper mit herum. Und daher kommt wahrscheinlich der Glaube, dann tritt man drauf und dann sieht man, wie dieses Eierpäckchen platzt und die Eier fliegen rum. Und dann denkt man sich, ah, die hat nur schnell Eier gelegt. Also. Aber aus den Eiern wird in der Regel nichts. Man sollte aber überhaupt nicht drauf treten, weil man tritt ja auch nicht auf Kaninchen oder Hamster oder so. Es sind ja ganz normale Lebewesen, ja? Insekten. Ja, natürlich. Man muss überlegen, diese Tiere gibt es schon seit wirklich 300 Millionen Jahren auf der Erde. Das ist eine der ältesten Insektengruppen, die haben sich kaum verändert. Die haben die Dinosaurier kommen sehen, die haben die Menschen kommen sehen und die werden sie wahrscheinlich auch gehen sehen. Selbstverständlich. Also für die sind wir eher Begleiterscheinungen der Evolution. Diese große Art, was ist das hier? Das sind madagassische Fauchschaben. Die kommen nicht bei uns in der Wohnung vor, sondern das sind, ja, also ich habe die auch von einer Züchterin, Beate Ausschild. Und die züchtet Kakerlaken? Ja, einmal als Futtertiere für Echsen und sowas, aber auch sowas zum Beispiel sind beliebte Haustiere. Einfach. Aha, kann man die mal rausnehmen? Ich muss jetzt mal probieren. Die heißen Fauchschaben deswegen, weil sie Luft aus ihren Atemöffnungen pressen können als Abwehr. Und ich muss mal, wir müssen jetzt mal leise sein, mal gucken, ob das klappt. Ich hole mal eine raus. So, ja, komm.
kaputt? Ich halte es mal hier ran. Nö. Macht leider nichts. Aber eigentlich würde ich, kann das mal, würde sie ja, so machen. Wie? So laut auch ungefähr. Ja. Da kann man ja auch zum Beispiel Leute, die man in der Wohnung loswerden will, erschrecken, die man. Das klingt aber wie früher Ede Zimmermann in XY, oder? Leider kein Einzelfall. Das sind aber eigentlich doch schöne Tiere, oder? Ja, das sind sehr schöne Tiere. Also, und die sind völlig harmlos? Die sind wirklich harmlos. Darf ich die mal auf die Hand haben? Ja, gerne, gerne. Das sind Waldbewohner, die eben, wie der Name schon sagt, in Madagaskar vorkommen. Wenn die jetzt hier entflöhe, ja. Wäre das schlimm? Nein, das ist nicht schlimm. Bei den anderen möchte ich extra betonen, das sind nur Männchen. Das heißt, die können sich nicht vermehren, falls mal so ein Glas umfällt. Ist natürlich schon so, ist nicht mit zu scherzen. Wenn man diese Schaben in der Wohnung hat und es werden immer mehr, dann ist das schon ein Hygieneproblem. Und ja. So sehr ich diese Tiere mag, ich bin ganz ehrlich, wenn ich die in der Bude hätte, würde ich auch den Schädlingsbekämpfer kommen lassen. Das sind davon diese Fühler, damit orientiert er sich, ja? Ja, das ist bei, die, man sagt ja immer, wenn das Licht angeht, fliehen die schnell. Aber ja. Die reagieren eigentlich gar nicht aufs Licht, sondern auf Luftzug und Schallwellen. Das heißt, die haben in ihren Fühlern hier vorne, haben die sensible Rezeptoren und die können da Druckwellen, aber auch chemische Substanzen wahrnehmen. Aha. Die verständigen sich untereinander auch mit chemischen Substanzen. Die Weibchen geben Pheromone ab. Soll ich sie da reinsetzen? Ja. Und dann muss der Kammerjäger kommen, ja? Ja. Was macht der? Ja, der muss häufig und heftig die Wohnung mit Insektiziden aussprühen. Das muss auch mehrfach passieren, weil eben diese Eipakete gegen diese Insektizide, also die sind dagegen geschützt. Und das heißt, immer wieder, wenn jetzt Junge schlüpfen, muss im Grunde wieder neu gesprüht werden. Und das ist eigentlich eine Behandlung, die dauert mehrere Wochen. Ist es nicht auch schädlich für die Menschen, die in der Wohnung wohnen? Also das mag ich nicht zu beurteilen. Inzwischen gibt es anscheinend sehr auch Insektizide, die... also ich würde es auf jeden Fall vom Fachmann machen lassen und nicht in den Baumarkt gehen und sagen, das kann ich billiger haben. Diese grünen Dosen, wo so Ameisen drauf sind oder so. Ja, und dann stehen so ganz 5 Tierreihen, ja? Leoparden und so weiter, wofür das alles sein soll. Und diese hier können sogar an Glas hochkrabbeln, ja? Ja, das können ja die das großen, die man sieht sogar auch. Wie machen die das, mit so Saugnäpfen? Ja, nicht richtige Saugnäpfen, aber die haben am Ende ihrer Beine so Haftlamellen, womit sie eigentlich eine Anpassung, um glatte Blätter hochzusteigen und Bäume hochzusteigen, ist es jetzt eben sehr praktisch, weil sie den Menschen gefolgt sind im Laufe der Evolution und ja, ist ja eben praktisch, wenn man Glas hochlaufen kann. Die sind auch wahnsinnig schnell. Das sind amerikanische Schaben hier. Ja. Und die sind wirklich mit wahrscheinlich schon Kolumbus oder so auf den Schiffen nach Europa gekommen und haben sich hier auch vermehrt. Die brauchen allerdings so viel Wärme normalerweise, dass sie in einer normalen Wohnung nicht vorkommen, aber die findet man dann in Großküchen, in Kliniken, da wo gleichbleibende Wärme ist. In Kliniken? In Kliniken, es gibt sehr viele Kliniken, die Probleme mit Kakerlaken und Schaben haben. Wirklich, was? Ist das nach außen hin bekannt? Ja. Ich glaube, es gibt kaum große Räume, die gleichmäßig beheizt sind. Oder Gewächshäuser zum Beispiel auch. Viele Gewächshäuser haben da Probleme mit. Ja, aber man kann sie ja nicht, in Wirklichkeit kann man sie nicht loswerden. Weil das Problem ist, nach 6, 7 Generationen sind sie gegen die meisten Spritzmittel auch wieder immun. Da muss man sich, also es ist schon guter... Und es gäbe ja auch die Möglichkeit, zum Beispiel, wenn man sagt, man will im Urlaub die Hälfte wieder zurückhaben, nachdem man zu Hause ist. Man nimmt solche Dinge in der Schachtel mit, setzt die im Zimmer aus und ruft dann sofort unten beim Portier und sagt, ich habe Kakerlaken auf dem Zimmer. Und, sag mal, ist sowas dann, wie soll ich mal sagen, regresspflichtig? Also mindert das die Gebühren? Ich sag mal, in Berlin im Adlon wird das wahrscheinlich funktionieren, weil da Kakerlaken nicht unbedingt landestypisch sind. Aber in Süddeutschland, nicht in Süddeutschland. Entschuldige mal bitte. Sag mal so, in den Hotels, wo ihr mit Götz wohnt. Nein, in Süddeutschland? Nein, in Südeuropa meine ich natürlich. Gehört das einfach, es ist doch so landesüblich. Ja, aber das muss man klar feststellen, das ist nicht etwa, weil das dort unhygienischer oder irgendwas wäre, sondern es gehört mit zur Fauna. Ja. Auch zur Flora. Ja, weil es ist da generell wärmer und... ja. Also es ist ja auch, also ich finde es manchmal unangenehmer, wenn man viele Mücken und Fliegen im Zimmer hat. Ja, fürchterlich, vor allem, du wirst ja nicht los. Du kannst machen, was du willst. Und Fliegen, da weiß man ja wirklich, wo die vorher drauf gesessen haben, ne? Und bevor sie einmal aufs Salamibrötchen fliegen. Ja. Ne? Aber ich meine, wer isst heute noch Salamibrötchen? Das ist auch richtig. Da merkt man ja auch, wieso ganze Vergleiche plötzlich nicht mehr stimmen. Eigentlich ist das wahrscheinlich auch ein Problem, wenn die Fliegen vom Kuhhaufen kommen, ob die da vielleicht BSE übertragen. Weiß man da schon was? Erforschst du sowas, dass du Fliegenhirne aufschneidest, um zu gucken, ob die schon übertragen sind? Nee, das geht ja nicht. Das läuft ja über diese Prionen und so, das funktioniert nicht. Prionen. Ja. Aber das können die nicht übertragen.
Na gut, man weiß ja auch nicht, wo sie vorher gesessen haben. Also es gibt da ganz verschiedene, ich bin ganz vorsichtig. Aber du weißt ja auch nicht, wer im Urlaub jemanden kennenlernt, wo er vorher gesessen hat, oder? Also das ist ja, ein gewisses Risiko bleibt immer. Ja, das stimmt. Aber ich finde, wie gesagt, es wird maßlos übertrieben. Vor allen Dingen die Angst vor den Tieren selbst. Also ich finde, das sind wunderbar gebaute Insekten, die wirklich eine lange Geschichte hinter sich haben, die uns längst überleben werden. Die können zum Beispiel das Tausendfache einer, von Strahlung, also im Verhältnis zum Menschen, können die überstehen. Das heißt, Atomkrieg, da lachen die eher drüber. Schmeiß ich weg. Ja. Ja. Markus, das war immer sehr lehrreich, sehr interessant. Und wir sehen dich im Frühjahr wieder. Mit welchen Tieren dann? Ja, ich dachte, ich erkläre mal den Unterschied zwischen Fröschen und Kröten. Das ist sehr gut. Ja. Froschwanderung, Krötenwanderung ist dann in der Zeit. Wenn es im Frühjahr losgeht. Ja. Ja, mein Lieber. Ich bleib am Ball. Danke für deinen Besuch. Schönen Gruß an Götz. Mach ich. Und bis bald. Danke. Markus Paslik, meine Damen und Herren. Und gleich unsere Torkollegen Britt Reinicke.